Grüß euch gut, Madel und Bub, hier ist wieder der Peter vom Barbecue Altperlach. Freitag 14 Uhr, das Auto ist gepackt, schaut's her. Es geht ab zur Ruhrpott Barbecue. Das ist jetzt ein bisschen ein Weg, 600 Kilometer. Zwei Kisten Augustiner Wiesenbier haben wir dabei, ein Gin und ein Mozart-Kugelschnaps. Könnte ganz lustig werden, vermutlich werden wir jetzt ewig Verkehr haben, aber das macht nichts. Ich nehme euch einfach mit, also packen wir's. Ja, guten Morgen, kurz vor neun. Wir sind auf dem Weg zum Schiffshebewerk. Jetzt fahren wir aufs Gelände. Da haben wir gestern Abend schon ein bisschen gefeiert. Es war sehr nett, aber da habe ich jetzt keine Bilder. Und heute gibt es genug Bilder. Jetzt sind wir da, Schiffshebewerk. Möchtest du auch mal aufs Bild? Nein. Meine Kamerafrau möchte nicht aufs Bild. Schaut mal da hinten. Schön, gell? Wie gesagt, der Bayer an sich ist jetzt mit Schiffshebewerken nicht ganz so vertraut. Ruhe vor dem Sturm, oder? Ruhe vor dem Sturm, genau. Ja. Wichtig ist, Nebelmaschine aufbauen. Die werden gerade noch auf. Augustinerbier aufmachen. Das werden wir jetzt aufmachen. Wir haben da Wiesenbier stehen, da gehen wir jetzt hin. Der Rummel steht schon dort, der steht immer dort, wo es Augustiner ist. Der riecht das Bier. Der riecht es. Das ist das Auto. Das geht nur mit Fischauge. Ja, herrlich. Ne? Aber schau her, es ist... Ein herrliches Augustiner Oktoberfestbier. Und ich sag dir was, es hat 6,3 Umdrehungen. Ja, falls wir uns nicht mehr sehen. Falls wir uns nicht mehr sehen. Prost, Männers. Männer. Das schmeckt nach Wiesen. So, was machen wir heute? Rumgrillen? Wir grillen ein bisschen, wir machen ein bisschen Fanbetreuung. Fanbetreuung. Heute Abend wird die Himmelsbeleuchtung, also ich hätte jetzt fast Flakbeleuchtung gesagt, aber das war mal. Nein, wir machen heute eine schöne... Ja, wir sind ja hier in den Nürnberg. Wir machen eine schöne, wir haben so Skybeams, zwei Stück, da werden wir den Himmel ein bisschen mit erhellen und um uns rum schwirrt schon, im Hintergrund seht ihr schon so ein bisschen, das ist... Ich fahr da mal hin. Das ist so ein bisschen und ich glaube, es geht. Willst du jetzt echt? Ja, es geht. Warte. Mach es. Geil. Weißt du, was schön ist? Jetzt sitzen die da dann beim Essen. Oder? Das haben wir in verschiedenen Düften, ja? Ja. Schweinsbraten. Schinken. Haben wir vegane Düfte? Nee, haben wir auch. Das Schöne ist, wenn Napoleon sich nicht beeilt mit dem Foto, sind sie gleich eingenebelt. Ja, schau hier, die machen ein Foto da drin. Wahnsinn. Ja, jetzt schauen wir mal, was der Tag bringt, oder? Wahrscheinlich morgen früh Kopfschmerzen. Prost. Prost. Ich hab mein Bier dahinter. Aber ist geil, oder? Ich meine, Augustiner an sich ist... Ich mache jetzt einen Werbevertrag mit Augustiner, das mache ich jetzt. Ja, wir werden Testimonials. Okay. Testimonials. Fischauge, sei wachsam. Fischauge, Daniel, komm rein. Guten Daniel Morgen. Ist auch noch. Morgens 9:30 in Deutschland. Ja, Warte. Warte. Nee. Hier. Morgens 9:30 in München. Prost, Wiesenbier. Das ist der Stefan, heißt du, oder? Von Your Beef. Was hast du da hinten? Hm? Der geht angeln. Da ist der Glückliche, der heute Nacht so wunderbar sein Hotelzimmer bekommen hat. Eine Scheiße. Freut mich, dich zu sehen. Oh, ich liebe dich. Aber auch. Ich hätte dich auch in der Suite auf. Der Hannes hat mir einen Platz in sein Bett angeboten. Also ja, wir sind auch in unserer Suite auf der super. Couch lagen. Nicht mir, sondern meiner Frau. Ich hätte natürlich dabei die Sauerlein. Schau her, du hast mich verletzt. Du mich auch. Es gibt nur die drei Europa. Webergrill? Deckel Webergrill. Der Julian ist da. Servus. Bist du wieder nüchtern? Hast du ein Konterbier? Nein. Doch. Heute kommt mal keiner aus. Schau bitte aufs Etikett oben rechts. Oben rechts, nicht unten. Augustinerbräu, 6,3% Alk. Ich fahre heute nicht kein Auto mehr. Bist du mit dem Motorrad da? Ich bin auch mit dem Moped da. Geil, oder? Ja, geil. Ah, noch einer. Das ist aber ein leckeres Bier. Schaut's her, der Dingsbums. Der Christian. Der Gutholzgriller. Genau. Hallo, ich bin Christian. Schön, dass ihr bei mir seid.
Du musst mit beiden Armen das so machen. Mit beiden Armen? Ja, ich finde das immer total schön. Wegen dem bin ich mal nach Bamberg gefahren mit dem Roller. Ich hätte sicher geglaubt, dass er das macht. Der wollte mit der Velo Solex. Schauen wir mal, wer noch da ist. Ah. Hallo Tobi. Hallo. Warte mal, der steht ganz weiter hinten. Weißt du warum? Weil wenn ich nämlich hier dran komme. Oh nee. Nee, du brauchst jetzt nicht klein. Also, der Tobi ist schon. Ist schon eine Marke. 2 Meter. 2,6 Meter, genau. Hast du Basketball gespielt? Ja, ich habe mal Basketball gespielt. Center, klar. Center. Ja. Center Forward. Ja. Das ist quasi der Stürmer wie beim Fußball. Ah, okay. Mittelstürmer. Ja, ja, genau. 9. Ja, ja. Die Nummer 9. Ja, jetzt schauen wir mal, was wir heute so machen, oder? Ja, klar. Also ich habe gestern was vorbereitet, aber das war. Ich habe gar nichts. Ich habe nur Bier gebraucht. Was meinst du mit der Grillgranate? Hättest du Lust? Boah, ich habe schon 2 Wiesenbier gehabt. Eine. Ist schon 11. Ist schon elf. Ist ja nicht so, dass nicht der Lars auch da wäre, gell? Lars, sag mal hallo Lars. Hallo Lars. Sehr gut, und der Lars. Hallo Lars. Netz? Ja. Lars, erklär den Leuten, was das ist. Keine Ahnung, was das ist. Das nennt sich Grillgranate. Warte mal, der Tobi kann es erklären. Tobi, komm. Oh, das ist ja ganz warm. Ja, das sag ich ja. Oh, ist das geil. Hab ich ja gesagt. Oh, ist mir warm. Freunde, das Witzige ist halt, ich bin ein Spätzünder. Ich bin die fleißige Biene, hallo. Wieso bin ich Vegi Vera? Nee. Doch, du bist die Vegi Vera. Brandmeister. Brandmeister. Da steht was drauf? Ja, sicher. Das gibt insgesamt, ich glaube, irgendwas bei... Aber den Seeregel habe ich noch nie gehabt. Der ist da nicht, doch, der ist da, glaube ich, mit drin. Es gibt, glaube ich, über 30 Sprüche mittlerweile. Oder cool. Das Repertoire wird halt... Kriegen wir Prozente? 30, gell? Ich krieg's nicht auf mit einer Hand. Genau, oder wir machen das halt so. Nee, fleißige Biene nehme ich echt nicht. Du bist doch Bienchen. Ach, okay. Du bist doch ein Bienchen. Sag mal Prost. Prost, Biene. Prost. Also. Prost. Und jetzt machen wir das Schweppes-Gesicht. Also, das ist ja gar nicht scharf. Das ist gut. Aber sehr lecker. Wie spät? Und davon gibt es nachher ein Gericht. Wie spät von ist es? Wie spät ist es? 10 durch, ne? Ist immer irgendwo nach 12. Ihr müsst jetzt echt schnell reden, weil ich muss gleich niesen. 8. Bier, 11.17 Uhr. Nein, nicht wirklich. Zweites? Nein, 11.19 Uhr. Zweites. Drittes. Die Frisur sitzt. Und du hast ja Granate getrunken. Na ja, hast du war dabei. Hast du es aufgezeichnet? Ja. Es kommt halt drauf. Ich meine, da ist ja nichts drin. Das ist ja nee, es kommt dann drauf an, was du zahlst, ob ich es jetzt veröffentliche oder nicht. Ja, jeder muss schauen, wo er bleibt. So, liebe Kinder, damit nicht nur Alkohol getrunken wird, was ganz schlecht ist für Kinder, nicht nachmachen, beißt der Onkel Lars jetzt mal in eine Paprika. Das ist gesund. Das ist gesund. Was machst du jetzt? Irgendwas mit Gemüse und Fleisch. Oh. Kann man etwas mit Fleisch ohne Gemüse? Ja, können wir auch machen. Also, wir machen mit Fleisch das Gemüse separat. Gemüse separat. Ja, vegan. Vegan, absolut vegan. Veganen Schweinsbraten. Ja. Nein, sowas machen wir jetzt. Was ist das? Nur aufdrehen. Das ist von Tobi irgendwie. Da steht drauf Donald Rumpsteak. Ja, das bin ich. Das ist aber auch ein Scherz. Donald Rumpsteak. Der heißt doch Trumpsteak. Prost. Ja, zum Wohl. Obischwarm, Augustiner. Gut auf dies. 6,3 Umdrehungen, deins. Boah, was? Meins 30. Seid ihr verrückt? Oktoberfest-Bier. Und dann saufen die so hart, ja? Ja, 3 halbe. Drei Maß. Also bei mir bleibt es bei dem einen heute, sonst hier haben wir 25 Grad draußen. Da sind uns kein gutes Ende. Nee, man muss sich ja auch nicht so präsentieren. Nein, also, muss man nicht. Nein, nein. Also, wir werden es ganz entspannt angehen lassen. Und, aber gut ist es. Ja, der Aufwand denkt die Leute, Klaus ist lustig, der ist besoffen. Nein, das ist nein, 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 nein. Das kann ich bestätigen. Der Klaus ist am lustigsten, wenn er nicht besoffen ist. Genau. Ansonsten, wir arbeiten nicht. Ist wurscht. Also, bis später. Definitiv. Er ist der Beer Chief Barbecue. Schaut mal vorbei, ich verlinke euch das schon. Und an Tobias muss man echt nicht vorstellen. Tobias.grill.de. Richtig. So habe ich dich kennengelernt. Echt? Ja, ich habe dir geschrieben. Da habe ich noch einen Textblock gehabt, habe ich geschrieben. Ich verlinke dann auch auf Tobias Grill. Tobias.grill.de. Der Punkt ist wichtig. Das habe ich gedacht. Ja, ich dachte mal, was ist denn hier für einer? Nee, aber der ist wichtig, weil sonst findest du meine URL nicht. Da ist auch der Blog drauf. Ja. Es ist halt alles miteinander verknüpft. Das heißt Facebook, YouTube und. Das heißt, der Punkt, Instagram. Ist, insofern, genau, der Punkt ist insofern wichtig. Kinder. Kinder. Ja, das verlinke ich euch alles.
Also wir stehen jetzt jedenfalls hier beim Stefan von Your Beef, also mein Beef. Und er hat gesagt, ja, schick mir mal was. Und jetzt kommt die Sauerländer, da müssen wir aufpassen. Schön hier dein Schrank, dein Reifeschrank. Schau mal, was da alles drin ist. Wenn er nicht aufpasst, wenn man hier geht. Also, nein, der Tag hat echt schön angefangen. Und dann? Und dann haben wir uns getroffen, ja. Und dann treffe ich den Michi. Also ich hätte, also beinahe. Es war wirklich knapp. Mein Flügelfreund. Dieser Insider, den klären wir nicht auf. Können wir später machen. Ansonsten Dirty Harry, geht er? Nein, ich bin nicht der Yeti. Dirty Harry, ja, muss man nichts dazu sagen, oder? Nein, muss man überhaupt nichts sagen, man muss probieren. Probiert es, dann gespürt es, sagen wir in Bayern. Ja, genau, und wenn Ski macht? Ja, dann ist recht. Also, kommt vorbei? Ja, Dirty das Harry. Es spät, wenn sie sechs, aber. BBQ. Was weiß ich. BBQ. Jetzt hau ich da oben die Kamera am Schädel. Ja, jetzt schauen wir mal weiter, gell? Ja, wir machen das normalerweise auch mit Hackfleisch. Aber da wir. Das ist ein Cowboy-Bone, das ist jetzt gut. Ich dachte, ich könnte Gula. Nein! Du hast ja Feder gesagt. Schaut mal, die Mona Meise. Meise ja. Die macht jetzt ja auch. Der hat mich schon mal ab. Nee, das sag ich jetzt nicht. Nein, hör auf, bitte. Wir haben uns kennengelernt. Intensiv in kennengelernt. In München beim Dutch Open Wettbewerb. Da sind wir nächste Woche. Viel Spaß. Ja, viel Spaß. Wenig Likör. Und du machst jetzt? Cowboy-Bohnen. Aber das sind ja keine Bohnen. Die kommen ja noch. Da musst du in einer Stunde wieder kommen, dann sind die fertig und dann kannst du die probieren. Ich stell mir einen Timer. Schau, das ist der Martin, die andere Meise. So, wisst ihr, wen ich da habe? Ein Fanclub. Leider der Fanclub von Jörn, aber macht nichts. Das ist der Schatzherr, der Robert, gell? Der Klaus, der eigentlich Peter heißt, und der Sascha. Der Peter heißt mit Vornamen Räucher. Peter. Das sind die Fans vom Jörn. Und manchmal schauen sie auch meine Videos an. Immer. Auf immer. Jeden Fall. Dann muss ich ihnen auch mal T-Shirts kaufen. Schaut's her. 4XL. Und es passt. Wie es passt. Ohne Atmen. Ja, schaut's her. Ich bin begeistert, weil der Christian, Kugel.at, hat mir auch ein 4XL geschickt. Aber es war maximal ein XL. Hast du das Messer? Es war 4XL ohne Atmen. Ich kann atmen in diesem Shirt. Vielen Dank. Sehr gerne. Schau her. Autogramm kriege ich auch noch. Ja. Aber wir müssen noch unterschreiben. Für Beta. Ja. Das mache ich. Wen haben wir hier? Den Lars. Für mich auch. Hi. Wo ist denn das Zupfbrot? Das haben wir hier. Das sind übrigens nur die besten Zutaten hier. Oh, sorry. Mein Rüffer. Jetzt gebe ich dem Rüffer meinen Rüffel. Gib mir mal einen Rüffel, ich stehe drauf. Ja, wer mag das? Da kriegst du keinen. Was ist hier? Hasenmachter. 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 Mein Herr, der Ritualgriller ist der raus. Fangen wir nochmal an. Wir fangen jetzt nochmal an. Bei schau, was ich hier ein Shirt habe. Schau, was er für ein Shirt hat. Schaut mal, solche Shirts kann man kaufen. Bis 17XL. Genau. Mit dem Promotion-Code Zizzle-Shirt gibt es 10% Rabatt. Und Peter verlinkt euch das. Wir haben ihm eins geschenkt. So nett sind wir. Natürlich völlig uneigennützig. Aber. Du kommst schon billig aus der Nummer raus. Aber ich tue es gern für dich. Nein, also. Und den Julian. Ja, das bist du für alles. Ja, es ist Kuba fürs Bier, gell? Nee, es ist schön hier. Ja, wirklich. Wir haben viel Spaß. Du warst bei Gin, glaube ich. Wir haben auch schon Gin getrunken, weil ich nicht. Manche Zuschauer Gin mitgebracht haben, unserem Aufruf gefolgt sind. Und deswegen haben wir natürlich, ja, ich sag mal, 2 Stunden geben wir uns noch. Dann wird es hier richtig lustig. Ja, jetzt ist 11 Uhr, das wird schon gut. Also verlinke ich euch da unten. Shirt at julian.de irgendwie. Ein 0815 Event, oder? Nee, sehr gut. Wir machen wieder Baconbomb. Nee, Fotobomb. Fotobomb. Machst du Fotobomb? Ja, jeden Fotobomb. Hallo. Wenn ihr mir am Arsch geht, dann ist es super. Also, ja, schön, dass wir uns endlich mal kennen. Ja, man hat ja lange noch gedauert. Dein Fruity Rub, einer meiner Favorites. Ja, freut mich. Werbeblog vorbei. Verlinke ich euch unten. Ja. Dein Gepläre. Die Ankerheimer sind da. Ankerheimer. Ich glaube, Stefan. Aber hier ist kuschelig. Das ist
Das Gute ist, je mehr Leute hier drin sind, desto wärmer. Ich kenne ihn nicht, aber ich weiß auch nicht, wer er ist, aber er scheint nett zu sein. Und er schmeckt gut. Entschuldige. Das ist ja merkwürdig. Ja, hier, wir sind leicht voll. Nicht nur wir, auch das Zelt. Ob er jetzt der Gibraltar bald fertig wird? Gibraltar ist fertig und wird geschnitten. Gibraltar von Daniel. Essen wir Gibraltar. Liliobaum! Warte mal, ist Brune. Brune ist da. Richtig, Brune. Ist der Frank. Du kannst singen. Ja, wir singen nachher schmutzige Lieder, haben wir gesagt. Schauen wir mal, der Gibraltar. Gibraltar ist fertig. Boah, schaut das geil aus. Das ist geil. Ich werde nie wieder Gibraltar sein. Danke. Wenn ich nur ein kleines Stück kriege. Weil du noch einmal Gibraltar sagst, sagst du, das ist ein Unterfranken. Oh, nee. Gibanitza heißt es, gell? Jetzt weiß ich es wieder. Unterfranken. Ja, hallo liebe Zuschauer von Barbecue Alp Perlach. Ich habe hier gerade mir die Kamera von dem Bäder einfach mal geklaut. Und an dieser Stelle würde ich einen fröhlichen Gruß hier von der Ruhrpott Barbecue abgeben. Das daneben hier, das ist Tobias von tobias.grillt.de. Und der Tobias, der ist nicht nur der, einfach der Tobias, sondern der bringt auch noch Schnaps mit. Und zwar die Grillgranaten. Und das Geile an den Grillgranaten, außer dass man sie nur kalt trinken kann, ist, dass wenn ihr da aus dem Päckchen einfach zieht, steht zum Beispiel ein Großmaul drauf, also das, was zu Peter passen würde. Zum Beispiel neue Flamme. Neue Flamme. Oder zum Beispiel Spätzünder passt eher zu Tim. Veggie Vera. Die Veggie Vera, das passt eher so zu Tobias. Also ich hab meinen passenden noch nicht gefunden. Moment, ich muss mal gucken, was haben wir hier so? Ja, Deko-Tante, das passt eher so zu mir. Dann gibt es aber auch noch den Chicken Wing King. Der Chicken Wing King, das passt eher so zu Daniel. Oder den Vorglüher. Ja, also ihr seht, uns geht's gut auf der Ruhrpott Barbecue. Ich werde dem Bäder jetzt mal seine Kamera wiedergeben. Ich bin mal gespannt, ob er erst bemerkt, dass ich seine Kamera geklaut habe. Aber spätestens zu Hause wird er das wohl merken. Ja, sag einmal, hat da jemand meine Kamera gehabt? Das kann ja gar nicht sein. Das werde ich mir daheim anschauen. Das war abgesprochen. Ja, okay. Also er saß neben mir. Es sind gute Menschen. Hallo Bäder. Grüß dich Sebastian. Wie geht es dir? Es geht mir sehr gut, weil ich mich sehr freue, dass ich mit dir hier sein darf. Das ist sehr schön, das kommt auch sehr glaubwürdig rüber. Ich glaube, ich muss dich jetzt mal küssen. Das war schön. Aber du musst dich besser rasieren am Kopf. Keine Feier ohne Peier, gell? Sì, signora. Sì, signora, tu pensi che vieni a Mallorca? Io vengo a Mallorca, Mallorca. No. Hai tu che hai dei cojones? Di che cojones? Di cojones, di mujeres. Di tapas. Also, an dieser Stelle ein ganz kurzer Hinweis. Trink keine Grillgranaten. Liebe Kinder, ich stehe hier mit dem Klaus. Und wir haben etwas Bier getrunken und sehen plötzlich rosa Kaninchen. Liebes Kaninchen, wo hast du denn deine Ohren? Das sind aber kleine Ohren, du bist ja kein Ohrkaninchen. Wer ist denn? Ohren willst du nicht sehen? Ich bin nicht dabei. Klaus, wer ist denn er? Das ist Cindy aus Marzahn. So ihr Lieben, ich habe dem Bäder gerade ein feines Stöffchen hier besorgt. Da vorne gibt es einen Whiskyhändler, der veredelt seine Whiskys nochmal extra in Eichenfässern. Und das ist jetzt ein Whisky, der in einem Tempranillo, so habe ich mir das sagen lassen, Rotweinfass nachgereift ist. Und Tempranillo. Sagen, wir probieren einfach mal. Muss sein. Für die, die nicht so mit diesen Fremdwörtern zustande gekommen sind, dachlattengereiftes Whisky. Prost. Und hier ist der Whiskyhändler. Oh! Hallo! Ohne Ton! Also jetzt probieren wir das, oder? Oh, da darfst du aber auch wirklich nur stark, aber lecker. Komm, Dennis, wir gehen. Oh, da kannst du aber, das kannst du. Nimm mal einen Schluck. Ja, der Rüffer, guck mal. Der Rüffer hat. Ui, ui, ui. Wir haben ein Niveau. Boah! Wir haben ein totales Niveau. Oh. Das meint, wie er riecht. Tu das weg! Sag was!
Wart. Das haut dich aus den Schuhen. Ah, puh. Lars, Uhrzeit, dunkel ist. Wir liegen in den Seilen. Absolut. Trinken trotzdem gemütlich Wiesenbier. Prost. Prost. Da hinten haben wir auch noch ein paar Jungs. Was steht denn hier noch? Ja, der Tobias im Dunkeln. Und irgendwie. Machen wir jetzt Party, oder Lars? Yay! Wir machen jetzt mal kleine Pause. Lustig ist aber, dass auf allen Wettbewerbspavillons alle am Hühnerhaut abziehen sind. Ja, für morgen das Chicken. KCBS, weißt du? KCBS, KCBS. Nein, wir reden jetzt Deutsch. Es ist ein KCBS-Wettbewerb und es ist ein Wettbewerbshuhn, ein Competition Chicken. Ein Wettbewerbshuhn. Wenn man spielt, bin ich dran. Wir sind hier beim DJ Ziege. Ja, genau. Und das ist DJ Ziege. Und DJ Ziege. Aber wir schauen mal, ob das geht für dich. Ja, ich glaube schon, das kommt. Also wir machen hier ein bisschen. Meine Skybeams. Sollen wir gegensteuern? Sind wir auch lauter spielen als die? Ja, meine Skybeams verlassen mich gerade. Ich hoffe, wenn die gleich kalt sind, laufen beide wieder. Der eine streikt eh schon. Wir haben Nebel. Zeig mal nochmal. Er muss gerade aufwärmen. Ach so, ja. Aber du siehst hier an sich schon. Wie lange dauert das? 5 Minuten. Warum schreien wir? Weil die Musik so scheiße ist. Sehr gut. Das ist Monsieur Rumel und Monsieur Gletzner. Ah, oh, schön, oder? Das ist ein YouTuber. Ja. Der ist Augustiner, so. Ja, was? Du bist Augustiner, aber das kennst du dann. Ja, genau. Wolle Rose kaufen? Wolle Rose kaufen. Wolle Rose kaufen. Das ist so geil, ich probier's nochmal. Du hast schon? Ja. Das ist wirklich geil. Was haben wir für ein scheiß Licht? Das ist Ente groß süß-sauer. Auge auf bei der Werbung. Verlag Placement unbezahlt. Und wenn Sie jetzt anrufen, bekommen Sie 2 Packungen. Zum Preis von zwei. Tag 2. Morgens gut geschlafen. Also zumindest unser Ersatzhotel war hervorragend bettenmäßig und so weiter. Und jetzt geht's los. Nochmal zurück. Und dann schauen wir mal, dass wir so Mittag, früh, Nachmittag werden wir heimfahren müssen. Ach ja, jetzt sitzen wir hier in der Sonne. Ruhe vor dem Sturm. Alle sind hier am Durchfeudeln nochmal. Wir haben einen ein bisschen sauber gemacht. Und jetzt schauen wir mal, ob wir dann noch grillen oder was wir machen hier, die Napoleons, die da neben uns sind und die uns ja sozusagen beherbergen. Das sind ja wirklich sehr, sehr nette Leute und ja, ich habe jetzt hier mit dem Cask Alive Whisky-Mann mich ein bisschen unterhalten, ein bisschen Fachgesimpel, der Andreas Rummel ist da, macht sehr guten Kaffee, also der grillt nicht nur gut, der macht auch guten Kaffee. Ja, und jetzt schauen wir mal, was los ist. Meine Jungs sind alle noch nicht da. Ich glaube, die haben gestern etwas länger gefeiert als wir. Schauen wir mal, in welchem Zustand das auftaucht. Cool. Morgens. 10 nach 10 in Deutschland. 10 10. Knoppers Time ist vorbei. Einige von uns morgen tippen noch ein bisschen. Was hast du denn da geschrieben?
Der hat der Geliebte. Ja, ich habe meiner Geliebten geschrieben. Das ist deine Geliebte? Meine Ex-Verlobte. Dass er doch nicht mehr kommt. Deine zukünftige Ex-Frau. Ja. Ich glaube, die sind immer mehr Angeschlagene kommen. Thomas, kann man dir eine Schorle anbieten? Der Christian ist auch da. Moin, moin. Der Thomas Ramster, glaube ich, braucht auch eine Schorle. Es gibt andere Geschmäcker, hat der Pascal festgestellt. Ja. Grüß dich. Obwohl, er sieht und, fit alles aus. Klar? Ich wundere mich selber, dass es noch andere Dinger gibt. So rum? Ach so rum? Komm, Thomas. Komm mal ran. Der Thomas hat gerade auf die Rückseite gesprochen. Guten Morgen. Moin. Stand? Wasserstand? Meldung? Wasserstandmeldung. Wir haben im Moment Hochwasser auf 1,40 Meter. In der Schleuse? In der Schleuse, im Körper. Und meine Frau verteilt hier Schorlen. Die kennen das gar nicht, dass es außer Bier und Schnaps andere Geschmäcker gibt. Und jetzt machen wir hier so ein Schorle-Tasting. So, Schatz, jetzt bin ich beim australischen Competition-Team. Competition-Team, oder? Ist schon im Filmen. Stell dich mal Servus, Peter. Weil die brauchen wir Sonnenbrillen, Peter. Das ist Servus, Peter. Da, Peter. Ah, da, Peter. Servus, Peter. Etzer. Das ist der? Masi. Masi. Kommt leider nicht zum Camp und Grill. Schaut, ich hab das ja noch nie gesehen, gell? So muss man da arbeiten. Leck mich am Arsch. Ich habe ja noch nie KCBS selber gemacht. Das macht ja gar nichts. Das ist ein Wahnsinn. Das ist jetzt ein Kompetenz-Chicken, heißt das, gell? Also, das sind die Schluchtengriller. Schaut mal vorbei und. Oh, Wahnsinn. Ich muss da. Das ist echt Millimeterarbeit, gell? Voll geil. Wahnsinn. Das möchte jeder daheim auch machen. Ja. Warum macht das denn hier? Nein, weil daheim haben sie es ja jeden Man Tag. Muss sich die Zeit nehmen, um am Bewerb auch arbeiten zu dürfen. Ich habe es echt noch nie aus der Nähe gesehen. Sehr gut. Also ich drücke euch Daumen, gell? Dankeschön. Bis dann. Servus. Mahlzeit. Mahlzeit, geballte Kompetenz. Wieso? Ein nicht ganz unbekannter YouTube-Griller. Und? Habt ihr geschlafen? Schön zu Hause im Bett. War warum? Top. Ja, weil ich es nicht weit habe. Der ist drauf. Und wer hat auf den Smoker aufpasst? Ja, unsere Nachtschicht. Geil. Schaut euch den Smoker da mal an. Nicht schlecht. Ich war hier als Erster da haben die alle noch geschlafen, hab den Grill geputzt. Da sind wir eben dran. Und da hat einer muss ja den wieder versauen. Und wir machen ihn wieder fertig. Jetzt, guck mal. Wir beiden schmalen auf der Bank und ich habe gelernt, als mit meiner Figur immer statisch auf dem Träger. Ja, ja, ja. Du kannst aber auch hier mittig. Also, was machen wir jetzt? Machen wir eine Ente? Ich würde sagen, du machst eine Ente, ich mache Wurst. Wurst? Brutzler hast du, glaube ich, dabei, gell? Ja, ich habe Sauerländer Barbecue Cherry Chipotle Wurst. Und ich habe... Das kannst du gar nicht aussprechen. Ja, sag einfach Kirsch-Chili-Wurst. Kirsch-Chili-Wurst. Und ich habe... Schau den Riffer an, den Bier-Chief. Der kann heute halt kein Bier trinken. Das ist dunkles Bier, das ist Starkbier. Ja genau, mit ordentlich Phosphorsäure. Wohlsein. Was ich noch habe, was ich gleich machen werde, ich habe guten Oberkollen von artgerecht gehaltenen Puten. Wie macht man das? Ja, sofort. Ja, also die Puten werden halt, haben halt Auslauf, sehen Tageslicht, werden älter. Werden halt nicht diese Massenhaltung und dieses weiße Fleisch. Also schön dunkles Fleisch, schön Geschmack drin. Dann habe ich noch das Getränk. Heute trinken wir, was trinken wir da? Ein Adelholzner Kirsche Sport. Sportkirschen sind Kirschen, die sind ein bisschen dünner als die normalen Kirschen, weil die, sagen wir mal, beim Runterfallen noch ein bisschen gymnastische Übungen machen. Ansonsten hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat. Hier habe ich den Christian, den Rutholz BBQ, genau. Da tue ich euch den Abonnierbutton drüber, da drückt ihr drauf, werdet glücklich. So glücklich wie da drin zum Beispiel der Lars. Der Ruhrtal-Griller. Was wollte ich sagen? Genau, Abonnent werden, macht glücklich. Was klärt denn der da so? Daumen hoch wäre super, netter Kommentar auch. Und ansonsten sagen wir, Pascal, was sagen wir am Schluss? Ja, wollen. Wollen, ne? Also, 40. Die sind alle angeschlagen, Wahnsinn.